Ja, dann war tatsächlich ein Freeze, konnte man nicht beheben. Fangen wir jetzt quasi wieder mittelfristig von neu an. Zum Glück haben wir jetzt nur 8 Minuten gespielt gehabt. Kann aber auch die Ursache, oder konnte ich feststellen, besser gesagt. Ja, die Ursache war, ich habe irgendwie Spielepackungen auf den Lüfter liegen gehabt, beziehungsweise auf dem Lüfterschlitz, und das ist dann doch ein bisschen wärmer geworden als beabsichtigt. So, jetzt müssen wir natürlich irgendwie das Ganze hier ein bisschen auf die Reihe bekommen. Wenn wir dem hier schon mal entgegenwirken, indem wir beim Touristenhafen ein bisschen mehr Geld reinbuttern. Machen wir 10. Hier gehen wir mal 8. Bei diesen Minen gehen wir einen Durchschnitt von 9. Die hat eh 9. Jetzt gehen wir hier rüber. So, nein, nein. Okay, so. Sieht's hier aus. Mit 8 sollte es ja eigentlich ganz gut da sein. Gehen wir hier auch mal 9. Kriegst du hier auch 9. Hierher braucht auch noch ein bisschen 9. Alle Produktionsbetriebe, die relevant sind, den geben wir mal 9. Sei denn, sind welche mit höherer Bildung. Dem hier auch. So. Genau, jetzt war zum grundsätzlichen Plan, da hat sich nichts dran geändert. Bauen wir wieder die Fabrik oder das Sägewerk, sobald wir 5000 haben. Und dann Richtung Kathedrale. Hier machen wir mal 10. Weil es doch wichtig ist, hier die Kohle zu generieren, indem die Leute die Sachen hin und her fahren. Müssen auch gerade mal gucken im Jahrbuch, wie sieht das denn aus mit der Wirtschaft hier? Wirtschaft, Zahlung, karibische Bezahlung, arbeitslos sind 10. Ja, warum sind 10 Leute arbeitslos? Das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wir haben so viele offene Jobs, aber trotzdem gehen die Leute da nicht hin arbeiten. Warum? Sind die sich da zu fein für oder was? Brauchen wir höherwertige Jobs? Schlechter. Okay. Ich muss mal gerade noch mal ins Jahrbuch gucken mit der Wirtschaft, wie wir unser Geld dann letztendlich bekommen. Spitzenexport. Exportpreise. Landwirtschaft. Tourismus. Tourismus ist eigentlich ein ganz gutes Standbein, wenn ich mir das so angucke. 3100. Industrie gibt gerade mal 4600. 3100. Wir sollten vielleicht Tourismus nach der Kathedrale ausbauen. Damit wir da vom Öl Die wegkommen. Spirale Oh, der sehr gut. unterschiedlichen Einkommen in Können wir Tropico jetzt gerät ganz außer fix Kontrolle. die Fabrik bauen. Luxushüllen werden neben zerbröckelnden Hütten gebaut. Ich glaube, dies ist der Lauf der Dinge. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer Glaube ärmer. ich nicht. Du Schwarzmaler. Schulden bezahlt, immerhin. Gucken, dass wir wieder mehr Kohle bekommen, trotz allem. Kathedrale kostet aber auch 20.000. Das ist aber auch asozial. So. Das Gute ist halt, Tourismus ist halt ein Wirtschaftszweig, der ohne Rohstoffe in dem Sinne auskommt. Brauchen wir nur Menschen und Touristen. So. Müssen wir warten, bis das neue Schiff kommt.
Vor allem brauchen wir noch mehr Rohstoffe zum Verkaufen dann. Damit es sich auch lohnt, wenn es vorbeikommt. So, was sind das hier für Leute? Arbeiteroberschule, da haben wir auf jeden Fall genug Leute drinne jetzt. Machen wir es auch mal so, dann machen wir da kein Schinderhaus draus, sondern leicht geht's besser. Okay, wir dürfen wieder nichts mehr ausgeben. Okay. So. 13.000, 15.000, das sieht auf jeden Fall gut aus. Wir sind da auf einem guten Weg. Gucken, ob sich. Ja, und die Xbox ist auch ein bisschen kühler. Das passt. Also ich kann es euch nur empfehlen, legt nichts auf den Lüfter drauf. Sonst spinnt sie sich einen ab. So, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Wie sieht es denn hier aus von den Arbeitern her? Weiter ungebildet. Lösegeld bezahlen. Ungebildet. 84. Das Problem ist, dass ja gar nicht so viele Leute arbeiten, ne? Dass sie gar nicht so viel produzieren. Letztendlich. Oh, jetzt sind wir auf 3000 glatt. Minus. Und wir haben aber nichts mehr, was wir verkaufen können. Das ist doch scheiße. Ja, egal. Das hier sind die Rebellen, oder wie? Ne, sind unsere Leute. Hier müssen die Rebellen hin, wenn ich es richtig sehe. Wie die hier schon Patrouille stehen, das ist schon mal gut. Die Rebellen sind ja immer ganz gerne hier oben dabei. Genau, da sind sie auch schon. Sind ja nur drei Stück, die sich da getraut haben. Aber die beiden haben auf jeden Fall zwei von unseren Soldaten umgehauen. Das finde ich ein bisschen frech. Das ist ein General, wenn ich das richtig deute. Und jetzt rennen sie weg. Okay, perfekt. So muss das. Finanzhilfe haben wir bekommen. Sieht's denn hier aus? 1400 haben wir Sachen. Da. 2400. Wir müssen mal kurz gucken, wie sieht's denn hier hinten aus beim Öl? Gibt's hier überhaupt Leute, die arbeiten? Ja, aber da ist fast nichts mehr da. Das ist das Problem. Wie Tropico verlassen. Man kann auch Tropico nicht verlassen. Niemand verlässt El Presidente. Eingangslager ist in Ordnung. Ausgangslager passiert irgendwie gar nichts. Exporte. Ja, Leute, wie sollen wir denn hier auf den grünen Zweig kommen, wenn wir noch nicht mal aus den Schulden rauskommen? Das kann doch wohl nicht sein. Wenn ihr nicht so, wenn ihr so weitermacht, dann wird das hier noch ein schöner Haus. Ist hier aber auch Schicht im Schacht, ne? Lösegeld, okay, hier. Und nun zu den heutigen Schlagzeilen. Ein kürzlich versuchtes Bombenattentat hat für Panik unter den Bürgern auf der Insel Okay. gesorgt. Keiner weiß, wo die nächste Bombe auftauchen wird. Vielleicht wird gerade eine in eurem Keller Ja, platziert. hoffentlich nicht. Bleibt bei TNT Radio, welches euch Kommt dafür jetzt schon wieder ein neues entlassen Schiff, aber wir und haben doch euch noch gar dann nichts zum mehr verdienen Verkaufen. lassen wird. Scheiße. Arbeitet hier überhaupt noch jemand? Nur noch drei Stück. Okay. Ihr kriegt mehr Geld. Seid ihr fast schon bei den Soldaten dran? Vierzehntausend. Könnten noch mehr gebrauchen. Wie sollen wir denn da eine Kathedrale zusammenbekommen, wenn wir es noch nicht mal schaffen, aus den roten Zahlen rauszukommen? Ich 30.000. Das will sieht gut unserem aus. teuren El-Präsidenten zu den bemerkenswerten 31.000. 30 Jahren als Anführer Ja. gratulieren. Es ist wahrlich eine echte Leistung für jeden großen Führer. Aber echt. Das kann man nicht oft genug sagen. Das sind lange Präsidente. Das ist auch gut so. Einer will Tropico verlassen. Warum das denn? Ist doch frech. Tropico ist der schönste Platz auf Erden. So.
Ah. Bisschen Plus haben wir jetzt wieder. Müssen wir gucken, dass wir noch mehr Plus bekommen. 20.000 ist ja immerhin nicht von Pappe. So, mal gucken, wie lange es bleibt mit der Wirtschaft im Griff. Vor allen Dingen ist das Problem, es ist so ein bisschen gegen die Zeit, weil hier oben das Ölfeld ist bald verbraucht. Es sind nur noch 2.400. Jetzt mal, wenn wir gucken, sind fast 1.000 weg. Das ist für einen nichts Gutes. Mal kurz gucken, können wir vielleicht aus den Minen noch irgendwie was machen. Eine Schmuckfabrik, was brauchen wir denn da? Gold, Gold in Schmuck. Kostet 13.000. Bauen wir Gold ab, ist die Frage. Was ist das hier für eine Mine? Alle. Weiß ich nicht, was was ist. Das machen wir so. Genau. Goldmine. Mine. Gold. Das da oben ist eine Goldmine. 3047. Sollten wir vielleicht gucken, dass wir da noch eine Golddings, eine Schmuckfabrik bauen. Na, irgendwie ein bisschen mehr Kohle rauszuscheffeln noch. Genau, die Weltbank schon wieder. Die hat uns ja so oder so auf dem Kieker. Ja, also bitte, wegen dem bisschen Staatsschulden da immer. Soll das? Kann man ja nicht mehr ernst nehmen. So. Okay, aber immerhin bekommen wir gutes Geld von denen. Jetzt müssen wir auch durch den Export gutes Geld bekommen. 18.400, 18.500. Brauchen wir 20.000. Vielleicht können wir es trotzdem bauen, müssen wir mal gucken. Und wenn wir ein bisschen in die Miesen gehen, ist mir egal. Weiterentwickelt das religiöses Gebäude. Gucken, vielleicht ein bisschen drehen. Oh, hier, so können wir es doch hinbauen. Genau. So, was ist das? Kommunisten, die haben freie Wahlen innerhalb des nächsten Jahres. Okay, kriegt der. Auch wenn es ein bisschen gefährlich ist, vielleicht. Gucken, vielleicht können wir irgendwelche Erlasse tätigen, die uns da ein bisschen. Dann machen wir hier das hier. Damit unsere Militärpräsenz weniger Einfluss auf die Freiheit hat. Die Leute vielleicht ein bisschen besser gelaunt sind. Das wird knapp. Ihr guckt euch das mal an. 83 gegen 65. Und wir machen auf jeden Fall eine Rede. Einen heißen Streitpunkt. Das machen wir. Und zwar Religion. Tatkraft der müssen wir auch Religion hauen. Kathedrale gebaut. Damit wir ganz im religiösen Lager fischen. Meine getreuen Tropikaner, in dieser entscheidenden Entwicklungsphase würde ich gerne das Wort an euch richten. In diesen schrecklichen Zeiten haben wir es geschafft, trotz der Not ein Wirtschaftswachstum umzusetzen. Aufgrund dieser Tatsache salutiere ich vor euch. Es bilden sich lange Schlangen vor den Beichtstühlen. Wir sollten das nicht länger abstreiten. Wie auch immer, die Gründe dafür sind klar ersichtlich. Wir alle wissen, dass die Umweltschützer für all das die Schuld tragen. Hey. Im Laufe meiner Jahre als Präsident habe ich eure Dankbarkeit erfahren, meine Kompanieros.
Leider bin ich nichts weiter als ein bescheidener Diener und ihr seid, meine Herren, meine Auftraggeber. Nun verbeuge ich mich vor der hervorragenden Moral der frommen Tropikaner, die uns vor Gottes Angesicht von unseren Sünden losspricht. Als Nation haben wir viel erreicht. Um unsere Ziele zu erreichen, haben wir aber noch einen langen Weg vor uns. Gott ist mein Zeuge, dass wir während meiner nächsten Amtsdauer eine Kathedrale erbauen werden, die der Frömmigkeit im Tropico würdig. Diese Rede ist keine Propaganda. Nach unserem Sieg werdet ihr es wissen. Das hat ja wohl mal super geklappt. 112 zu 43. Den sollten wir locker im Kasten haben. Wie einfach die doch zu manipulieren sind. Aber hier, die Kathedrale ist auch voll, ne? Also da haben sie einiges zu beißen. Beichten. Beißen ist auch gut. Reine Zuneigung reicht aus. Okay. Als nächstes bauen wir eine Schmuckfabrik dann doch eher. Weil wenn wir da schon Gold abbauen. Genau. Hier ist Juanito, Tropico News Today mit den Wahlergebnissen. El Presidente hat mit einem erdrutschartigen Sieg gewonnen. Sicherlich werden die Leute auch die nächsten Jahre über hinter unserem geliebten Führer stehen. Ja, das ist doch gut, ne? Gucken wir mal ins Jahrbuch, wie lange wir überhaupt durchhalten müssen. 3 Jahre, 85. Alles klar. Haben wir die Wahl überstanden, zum Glück. Das war, denke ich, somit das Schwierigste jetzt. 4 Einwohner sind verhungert. Das ist nicht so gut. Mal kurz gucken. Jetzt können wir hier bei Gelegenheit nochmal was hinbauen. Eine Farm oder so. Oder eine Ranch vielleicht sogar. Hier vielleicht auch noch ein bisschen mehr Fischerei aufbauen. Das müssen wir uns mal angucken. 22.000. Ich denke, das wäre eigentlich eine ganz gute Idee, das dann jetzt gleich zu machen. Na auf! Was mit dem Export? Hallo? Arbeitet hier keiner mehr, oder was? Doch, aber... Was ist hier los? Muss die Sachen auch liefern, ne? Das geht so nicht. 4.800. Okay, da können wir jetzt auf jeden Fall eine Farm bauen, würde ich sagen. Oder bauen wir eine Ranch? Bauen wir eine Ranch? Bauen wir sie auch hier hin dann gleich? In Ordnung, denke ich. Pi mal Daumen. Genau, Wirtschaft wieder im Griff. Das ist gut. Für 7.200 auch noch Sachen jetzt quasi auf Halde. Das ist noch besser. Sieht's denn hier aus? Schon für 18.400 Sachen verexportiert. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kosten locker drinne. Das ist gut. Und die geben uns auch einen Haufen Geld hier. Die Russen und so. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Können wir vielleicht eine Wohnbaracke bauen? Mietshaus. Mietshaus. Wo können wir es hinbauen? Könnten wir das hier? Ja. Bauen wir hier noch ein Mietshaus oben mit hin. Wenn da nämlich auch gleich dann die Fabrik hinkommt. Ich denke, das ist nicht so schlecht. So, jetzt ist die Weltbank mal wieder am Rummeckern. Als nächstes könnten wir vielleicht die Schmuckfabrik bauen. Je nachdem, müssen wir mal gucken. Wie viel Kohle wir da jetzt bekommen. 12. Probieren wir es mal aus. Wie wir hier die Schmuckfabrik hinbekommen. Hier vielleicht sogar. Geht das? Oder hier oben. Drehen wir sie mal ein bisschen. Nee, wenn dann schon so, das genau. Das wird ja super passen. Ressourcenmenge, Ausgangslager. Ja, dann bin ich mal gespannt, ne?
gucken, wie es hier mit dem Öl aussieht. Das müsste eigentlich jetzt mittlerweile leer sein. 488. Also viel gibt es da leider nicht mehr. Mal kurz gucken. Was haben wir da jetzt generell durch das Öl gemacht? Gute 110.000. Ja, das sind Werte, da kannst du nicht groß mit konkurrieren, was so unsere anderen Sachen angeht. Gute Nachrichten! Es gibt jetzt mehr als 250 Menschen, die auf der Insel leben. Cool. Ich vermisse aber ein wenig die Zeiten, als ich jeden mit Namen kannte. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Brauchen irgendwie mehr Geld. Brauchen mehr Geld, was soll das? Buenos dias, liebe Leute von Tropico. Ich hasse es, derjenige zu sein, der immer die schlechten Nachrichten überbringt. Doch anscheinend tun einige staatsfeindliche Elemente auf der Insel alles dafür, unser blühendes Touristengewerbe zu sabotieren. Der neueste Trend besteht darin, Touristen zu entführen. Was? Mein Rat an ausländische Gäste ist der folgende. Bleiben Sie in Ihren klimatisierten Hotelzimmern und gehen Sie nicht zu weit weg, ohne eine praktische Waffe mit sich zu führen. Das ist ja aber auch nicht so toll. So, Finanzhilfe. Bisschen Gold haben wir bekommen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass das sich auch jetzt rechnet vom Verarbeiten her. Wie viel hat dieses Sägewerk jetzt mittlerweile umgesetzt? 18.000. Das ist aber trotz allem ein guter Wert, muss ich sagen. Aber wisst ihr was? Im Grunde genommen habt ihr in dem ersten Anlauf nichts verpasst. Die 8 Minuten, die wir da aufgenommen haben, wir hängen die jetzt hier einfach dran. Dann können wir die Folge vor allen Dingen auch beenden. Wir müssen da nicht noch was rüber retten. Weil wir müssen nur noch ein Jahr in der Macht bleiben, bis 85, und dann haben wir es geschafft. Dann habe ich halt am Anfang keine Begrüßung. Aber dafür haben wir die Mission abgeschlossen. Ich denke, das ist auch ganz gut. Und ihr seht da nichts doppelt. So. Sieht's hier aus? Hier ist. Ah, jetzt ist was drin, ne? 137. Jetzt können die auch was machen. Bin ich mal gespannt, wie lange das jetzt dauert, bis da was bei rumkommt. 54, also haben sie schon was produziert. Das ist natürlich sehr gut. Und es wurde was abgeholt. Das ist noch besser. Wo, da können wir eigentlich auch direkt bei ihm hier bleiben. Und dann können wir gucken, wie viel Gewinn wir damit machen. 6.000, 5.000 Gewinn. Das ist gut. Das ist ein guter Wert. Auf jeden Fall. Sieht's hier aus? Da haben wir nichts mehr. Wir machen gerade so immer an dieser Schuldengrenze entlang. Das gibt's auch gar nicht. Ärgert mich ein bisschen. Wahrscheinlich auch hauptsächlich wegen dem Öl hier. Ja. Ja, da gibt es nämlich gar nichts mehr. Ressourcenmenge. Können wir das vielleicht abreißen? Also, wie können wir denn irgendwas abreißen? Geht das hier mit? Abreißen. Abreißen. Kann man den Sachen abreißen? Ich habe noch nie was abgerissen. Ah, hier. Abreißen. Okay, Gebäude wird abgerissen. Schade, schade. Jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, dass... Oh, was ist jetzt los? Sie haben gewonnen. Oh. Die Wirtschaft von Tropico hat kürzlich ihren Tiefpunkt erreicht. Das ist ein guter Zeitpunkt, um sich darüber klar zu werden, dass nicht alle Dinge im Leben mit Geld gekauft werden können. Ja, ihr habt's gehört, aber dafür haben wir es geschafft. Würde ich sagen, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Euer Rektorin für WePlay Games for You. Frage ist, was wir als nächstes machen. Oder das entscheiden wir bis zum nächsten Mal. Solange sage ich, ciao, ciao.